Herzlich willkommen hier bei Man of Medan mit Zabazocka und wieder mit dem. Der Mlöris, Ja, hallo. es könnte sein, dass sich der Ton manchmal überschneidet. Ich werde seine Aufnahmen nehmen und meine. Ich werde mal das abstimmen, wie das so funktioniert. Ja, und dann gucken wir doch mal hier ins Spiel rein. Spiel nicht alleine, Spiel alleine, Sammlung, Bonusinhalte, Einstellungen. Ja, Mann, genau. laber nicht, ich geh jetzt noch, spiel nicht allein und dann ist los jetzt hier. Okay, dann spiele ich halt nicht alleine mit Freunden. Filme machen wir heute. Film am Spiel die Story online mit einem Freund. Gib den DualShock-Controller weiter und erlebe die Story mit 2 bis 5 Fragen. Nee, Filmabend ist es nicht. Wir wollen gemeinsam online spielen. So, also Session gemeinsame wird Story. erstellt. Oh, Anwendungsdaten werden kopiert. Das. Was? Jetzt steht gerade bei mir, Anwendungsdaten werden kopiert. Selber schuld. Und das dauert noch, hä? 7 Minuten? Was ist denn das jetzt? Ich dachte, du hast es schon gemacht. Das sind Habe auch ich nochmal doch. Kopien. Ja, Leute. Und wir sind auch wieder zurück, nachdem das noch kopieren musste. Ja, musste einfach Oh sein. yeah. Und ja, chinesischer Los, Markt. los, 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 Und los, los, südchinesisches los. Meer sind wir ja beide bei der gleichen Stelle. Krass, der zeigt sogar an, wo man immer ist. Kann man wahrscheinlich auswählen. Also neue Wow. Story. Toll. Starten. Los, mach, auf geht's. Jetzt zeigt er mir hier an, speichern gespeicherte Daten. Okay, dann speichert man das an, eindeutig für 2 Leute. Und als wer will ich starten? Ich nehme mal Das Charlie. dauert denn da so lange? Charlie ist hier der Aaron Ashmore aus Ich Smallville. will auch Den jemanden nehme ich. auswählen. Warum geht das bei mir nicht? Weil du wahrscheinlich dann einfach das abkriegst, was ich nicht will. Bereit? Wie? Hä? Ich kann niemanden auswählen. Tja, dann nimmst du einfach das, was du abbekommst, wa? So Ja, läuft das super. hier bei Man of Medan. Aha. Oh Okay, jetzt geht's man. aber wirklich los. Ich habe gar keinen Ton. Hörst du schon was? Gerade ist schwarze Bild. Ja, bei mir auch. Da Hätte hört sein man können. nichts. Da ist keine Sag Melodie mal, wenn du bei was deinem hörst. Bildschirm. Ja, sag ich dann. Er lädt und lädt und lädt und lädt. Das können wir wahrscheinlich hochcutten. Ich will nicht, dass es lädt. Jetzt geht's los. Kann man das skippen? Alter, ist dein Ernst? Fresse bei den Cutscenes! Eine Steckdose zum Handy aufladen? Ich glaube, das soll ein Lautsprecher sein. Ach so. Ist da eindeutig von früher irgendwann. Niemals. Das Spiel ist zuerst neu rausgekommen. Ja, aber das spielt ja jetzt gerade in der Vergangenheit. Wann weiß ich doch. Aha. Saufen! Morgens, mittags, Morgens, abends, ich will mittags, abends, ich saufen. will saufen. Ach ja, die Okay. sind echt in China. Da hinten war das Okay, Zeichen für Kumpel. Wasser Wir sollten und mal Mann. langsam zum Schiff zurück. Auch Bruder. Hey! Ah nee, für Osten. Immer schön Aha. langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal einen Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Klar bin ich ein Kämpfer. Oh, Rico ist Joe. Na dann mach mal. Wer bin ich? Du bist Joe, du musst das jetzt meiner Meinung nach machen, oder? Ja. Steht doch bei dir hoch, oder? Drücke, um zu schlagen. Nee, ich kann das machen. Hä? Ach so, denn ist Joe gerade weggegangen, oder was? Wieso zeigt er denn an, Rico ist Joe? Ich kann das machen. Ich auch. Hä? Was ist denn das? Wieso können wir das beide machen?
Kannst du mit dem rechten Stick benutzen? Ja. Okay. Kreis zum Ausweichen. Ich habe jetzt genau was mit meinem Sohn. Kannst du jetzt was machen? Ja. Hast du was Okay. gewählt? Ja, wir machen das jetzt beide, wa? Ja, stimmt, wir müssen es einzeln machen, oder? Bist du. Oh, Mist, das habe ich. Nein, das habe ich jetzt versaut. Danke fürs Warum? Mitspielen. Einen schönen Tag noch. Vorhin Widerstand auf Englisch. Dabei war das Deutsch, der Okay, Kumpel. Untertitel. Teil doch mal dein Glück mit uns. Klar. Aber ich versuche auch den Howl den Lukas. Viel What? Glück. Hast du vielleicht noch ein Quarter dabei? Was bin ich denn? Ich kann jetzt nicht Bereit? mal zu Ende spielen, weil dein Typ da ankam. Ach so, du hast Okay, was anderes Adelchen. gespielt oder was? Was erwartet mich denn so? Was heißt gespielt? Das Hast du war eine wie so ein. Frage über diese Steine? Shogi oder was? Wird die Fahrt glatt gehen? Besorgt, hoffnungsvoll. Gibt Joe mir das Geld zurück? Na, ich mach mal, Wie ist wird die die Fahrt glatt Vorhersage für gehen? die Rückreise in die Staaten? Ruhige See? Ach Ich muss nee, gerade du. boxen. Hä? Ja, ich weiß, ich musste vorher boxen. Ich dachte, wir machen dasselbe. Cool. Benutze die Auswahl. Ich nehme den Wasserstein. Weil ich Wassermann bin. Ich sehe in diesem Stein was Rotes und was Weißes, aber nicht zum Spielen. Oh Mann, ich habe vergessen, die Taste zu drücken zum Schlagen. Ich bin Hey, so Jack, dumm. wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden Bist du hier. Hast jetzt du schon gehört? zu mir Noch zurückgekehrt keine Frage, wir deswegen? müssen echt wieder Ja. zurück. Verdammt, ich habe nur Das kurze war wie bei Blume dir. gesehen oder sowas. Ist das scheiße? Aber das Schlimme ist, das ist ja zeitlich begrenzt durch dieses Schlagen, ne? Ja, ich habe halt vergessen zu schlagen, dass die Zeit abgelaufen. Oh Deswegen man. Ja, und ich ging das habe so bei dem schnell. letzten Schlag das nicht richtig hinbekommen. Aber hier ein Plus an die Entwickler, dass das so reibungslos funktioniert, dass man wirklich verschiedene Sachen macht und jeder was anderes sieht. Ja, das ist krass. Das ist echt geil. Wie in so Aber wie schade, im dass wir es echten nicht bis zum Leben. Ende durchgezogen haben mit den Ja. Boxen. Vielleicht hätten wir dann noch irgendwas erfahren von der Frau. Ah, das ist schade. So haben wir gar nichts erfahren, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas erfahren hätten. Mir hat ein Schlag gefehlt. Alter, da haben sie eindeutig irgendwas Verfluchtes drin. So wie dir immer ist in dem Spiel. Bist du der Rechte oder was? Ich weiß gar nicht mehr, wen ich hier gewählt habe. Ich glaube, ich bin der mit dem hellen Oberteil, der gerade auf dem Boden liegt, falls du das gleiche siehst wie ich. Jetzt sind wir wahrscheinlich auch wieder getrennt. Das sah nämlich so aus, als wenn jetzt irgendwie sich was ändert. Weißt du, bestimmt wachen wir beide woanders auf. Hast echt geil gemacht. Tja, jetzt weißt du, was passiert, wenn du mir 50 Cent schuldest. Dann gib's aufs Maul. Oh, fuck. Siehst du auch gerade die Küsten? Okay. Ich bin gerade der, der besoffen war und den anderen geschlagen hat, ja. Ja, da bin ich der andere, Ah. der jetzt gerade auf der Liege da liegt, oder weiß ich Ich wo. bin auch gerade auf der Liege.
aber Echt? im Gefängnis. Also Okay. quasi in der Zelle und du wahrscheinlich auf der Krankenstation gerade. Rico ist Joe und ich bin Du Charlie. bist Charlie. Rick. Ja. Rick. Okay, Rick, jetzt. bist du es? Siehst du gerade, was ich mache? Hey! Nein, ich kann hier rumlaufen. Ha, das ist ja geil, Los! Alter. Ist da jemand? Ich bin Ja, hier ich bin gerade kurz echt in der betrunken. Zelle und muss mich umsehen. Ich öffne gerade einen Schrank. Alter, ist das geil gemacht. Ah, ein toter Mensch. Oh. Oh, hier ist Blut. Ja, wir haben Oha. natürlich geschlafen und du wurdest nicht umgebracht auf der Krankenstation, wa? Okay, ich sehe hier auch erstmal Hast du Blut. gehört? Im Schrank war ein toter Arzt oder irgendwas drin. Was aber total bescheuert ist, weil wieso hast du überlebt, wenn du auf der Krankenstation bist? Wenn die alle das andere umgebracht haben. Okay, ich habe gerade ein Schriftstück. Weil ich glaube, So ein Arsch. da bei uns beiden gerade wichtige Sachen passieren, würde ich sagen, mache ich das als Splitscreen. Weil das echt interessant ist. Ich habe hier einen Brief gefunden. Brick, Kann ich da hin? Woche Ach so. 27, Montag, Arthur Miller, PVT, Diebstahl, ein Tag. Alter, hast du auf Stopp gemacht? Oh. Sorry. Warum hast du auf Start gedrückt? Jetzt hat es bei uns beiden. Alter, was soll das? Drei, vier. Ah, jetzt wissen wir, was passiert, wenn einer auf Start drückt. Nein, Ich bitte wollte lass nur mich die wissen. Scheiße nochmal aufheben. Ja, kann ich nochmal. Bitte lass Ob mich ich jetzt bei dem Typen vorlesen. was Wir machen brauchen die kann, ja. Info. Aber irgendwie anscheinend nicht. Warte, wir brauchen die Info. Pass mal auf, ich lese dir jetzt mal vor. Arthur Miller, PVT, Diebstahl, ein Tag Haft in Millers Spind, wurden persönliche Gegenstände eines vorgesetzten Offiziers gefunden. Gegenstände sichergestellt und Besitzer zurückgegeben. Mittwoch, David Davis? Echt jetzt? Ist euer Ernst? Unbefugter Zutritt, 2 Tage Haft, hielt sich ohne Zutrittsbefugnis in Frachtraum 3A auf. Eklatante Missachtung von Befehlen. Und nur noch Freitag, pass auf. Oh, Mist, kann ich jetzt gar nicht mehr lesen, weil du schon ankommst, Oh, oder was? Sonno, Sonno. Wie Hallo. läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Was soll denn das? Was zur Hölle Ich ist denn befreie jetzt dich. los? Ich habe ein Flugzeug gehört. Ich frage mich echt, ob ich das immer Ich alles im auch. Splitscreen mache. Da war. Siehst du, Alter, wie ich dich befreie? das in der Krankenstation. Ja, ich habe dich Ich aus der kenne das anderen nicht. Perspektive Los, gesehen. raus hier. Geil. Ich habe nur gesehen, wie du Dödel durch die Fenster da geguckt hast. Wir können echt völlig also völlig unterschiedlich. Alter, was? Oha. Ach so, im Rhythmus mit dem Herzschlag. Okay. Wahrscheinlich, ja, wir müssen immer im Rhythmus gedrückt halten oder sowas. Immer da in den blauen Dings müssen drücken. Ach so, nur in dem. Okay. Okay, das war noch einfach. Oha. Es ist auf jeden Fall so geil wie Until Dawn. Das haben wir schon mal überstanden. Until Dawn war, aber da ging es noch nicht so schnell los mit sowas. Das ist echt Ich krass war leicht hier. aufgeregt. Ich war leicht aufgeregt. So, ich laufe mal jetzt hier entlang. Du gehst in die andere Richtung. Es ist echt geil. Wie in so einem einfachen Multiplayer-Spiel, wenn man zusammenspielt, aber das ist halt eine Story, das ist einfach was ganz anderes. Das ist echt krass. Ich folge dir mal. Ich helfe dir, wenn irgendwas passiert. Oha, da ist gerade einer rübergerannt. Warte, wie denn? Irgendeine Ist der. Frau ist nach rechts Was zur gerannt. Hölle? Eine Frau? Oh, das ist gar Irgendwas nicht sah so aus gut. wie eine Frau. Das ist ein Geist. Die Kisten wurden geöffnet, das ist gar nicht gut. Warte, die Tür kann man öffnen. Ist die Frau da lang gelaufen? Ich weiß nicht, ob die hier lang gelaufen ist, so eins weiter Ich vorne. guck mal nach der Tür hier, ich bin rechts von dir, genau. Alter, ich wette, wir sehen jetzt gleich hier im Fenster dein. Wäh! Hey, dann ist da so ein kleiner Junge. Verdammt! Okay, wir müssen die Tür aufmachen, ne? Drück, 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 drück! Ja, du sagst es. Total
totale Scheiße. Ach, der hat eindeutig zu viel gesoffen, der Junge. Ah, ich glaube, er lebt nicht mehr. Könnte wehgetan haben, die Verletzung. Die haben sich bestimmt alle gegenseitig abgeschlachtet durch den Fluch, Alter, wie man es kennt. Hat es echt geil gemacht, ey. Allein schon erst Kapitel anfangen, ist so geil, einfach zu zweit hier zu spielen. Hier ist irgendwas. Verdammt, ja. Noch eine Leiche. Hier ist irgendwas, eine Leiche. Achso, jetzt können wir uns bestimmt sein. Achso, nee, Namensschild können wir nicht machen. Kann man gar nichts machen, oder? Nee. Also wie er aussieht, sieht's nicht gut aus. Da haben wir wohl noch mal Glück gehabt. Okay, können wir auf zurückdrücken. Aber ich weiß nicht mal, ob ich das Spiel sogar im Splitscreen zeigen muss, Alter. Kann man da hinten reingehen? Ist das eine Tür? Ja. Ja. Sieht so aus, oder? Ja. Hier gibt's einen Keller. Ja, es ist na Keller, es ist halt Schiff, ne? Da gibt es mehrere Etagen. Ja, gut, aber. Du warst da schon auf AIDA und alle. Da gibt es da bestimmt auch mehrere Etagen. Ah, du warst halt nicht. Nee, da gibt es nur eine. Echt? Oh, natürlich nicht. Warte. Ach, halte, um schneller zu gehen. Ich glaube, jetzt wird's interessant. Warte, gucken wir mal hier links. Ich glaube, wir müssen gleich rennen. Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chuck. Bin ich der Einzige? Hier überhaupt mal durchzusehen auf dem Schiff? Ich glaube, da musst du hier tausendmal lang laufen. Ja. Okay. Komm mit. Wir gehen wieder zurück. Die Tür geht nicht auf. Hier gibt es dann noch einen Weg, oder? Ja, da hinten. Warte mal. Wo bist du? Bist du nach rechts oder nach links? Hä, ich bin nach links da, wo wir hin müssen. Das andere war doch der Rückweg. Stimmt. Mann, Orientierung müsste man haben, ne? Orientierung 0. Okay, wir fahren einfach mit dem Auto ins Wasser. Das fährt bestimmt. Das ist bestimmt so ein Amphibienfahrzeug. Hier gibt es bestimmt irgendwas Krasses. Vielleicht eine Leiche. Als ob eine Leiche was krasses wäre. Gefunden. Glaub mir, es gibt Schlimmeres als Leichen. Hey, hast du es gesehen? Nee, hast nur du. Krank. Nee, bist du okay? Alter, nur du siehst es. Warum sehe ich nur den? Weil du auf der Krankenstation warst, als die Männer alle infiziert wurden. Wahrscheinlich bist du auch infiziert. Ich muss dich wahrscheinlich noch umbringen. Warum habe ich diesen krassen Charakter? Ich habe Angst. Vorhin, du durfst dir nicht mal auswählen. Okay. Das ist noch nicht schlimm, glaub mir, es gibt Schlimmeres in diesen Spielen. Jawohl. Was hast du denn in der Hand genommen? Messer. Oder hast du die Waffe? Ich hab die Waffe. Ich stech dich ab wie bei Dead by Daylight, ist mir scheißegal. Ja. Ich knall die ab, ey. Ist doch kein Zufall, dass ich hinter dir bin. Hör auf damit. Das wäre krass. Du killst mich jetzt und dann ist das Spiel verloren. Durchgespielt. Nee. Da war schon wieder was. Ist ja nur die Vergangenheitsszene hier. Da ist schon wieder dieser kleine Junge rübergerannt. Okay, ich sehe nur die Leiche. Mit den rausploppenden Augen. Ich sehe gar keine der Leiche. War das Özil? Obst. Ich höre ein Lachen. Mir wurde gerade gesagt, Charlie, lauf. Okay. Bei mir ist gar nichts. Erkunden oder? Ich verstecke mich mal. Ja, 100 Pro wirst du gleich gekillt und ich versuche mich jetzt erstmal zu verstecken. Das ist der kleine Junge. Ich glaube, wir müssen das im Splitscreen hier zeigen bei der Szene. Das ist echt krass. Der geht in den Schrank rein. Kleine Junge? Alter, ich gehe gerade in den Schrank rein. Moment mal. Oh, oh. Ich war das, du Wichser. Ernsthaft? Ja, und dich sehe ich jetzt mit so einem Hut so komisch. Mit so einem komischen Gesicht. Alter, ich habe einen kleinen Jungen da drin gesehen. Ja, konntest du entscheiden, ob du schießt oder nicht? Ja, konnte ich. Super, du hast mich erschossen.
Bist du in den Schrank eingegangen oder was? Ja, das war ich. Das war eine Wahnvorstellung. Warum sagst du mir nicht, dass du in den Schrank reingehst? Weil ich auf Verstecken gedrückt habe, er gerade in den Schrank reingeht und dann auf einmal nach 2 Sekunden du schon schießt. Du so, der Junge ist rein. Dann dachte ich, der bringt mich um und du bringst mich um. Hast du jetzt einen neuen Charakter? Nein. Ist das scheiße? So schnell kann man seinen Partner umbringen. Oh Mann, Alter. Alter, jetzt kommst du bestimmt rein mit Wahnvorstellungen und... Ach du Scheiße. Hast du auch gerade den Matrosen gesehen? Ja. Nein. Nicht? Doch. Du bist... Doch, doch. Ach du Scheiße, das, was da reinkommt, sagen... Dann musst du denn schon mal öfter mal erzählen, was bei dir passiert. Ja, ich glaube auch. Weil wird wichtig wir verändern können. Ja. Ich glaube, es wird für später wichtig sein. Aber du hast ja auch dich so schnell entschieden, Mann. Ich musste ja, die Zeit wäre sonst abgelaufen. Kacke. Das waren vielleicht 4 Sekunden, 5 Sekunden, ich weiß es nicht. Aber wieso dachtest du, dass du einen Geist da schießen kannst? Das war ein kleiner Junge, das war kein Geist. Ja, ein kleiner Junge auf dem Armeeschiff. Doch, der sah aus wie ein Mensch. Oh, das war aber nur ein Geist. Aber der Intro ist geil, hör dir mal die Mucke an. Statt du mir sagst, dass du in den Schrank reingehst. Psst. Mann, ey. Psst. Wir spielen doch extra zusammen. Hör jetzt bitte. Ruhe jetzt. Boah, ist der geil. Sean Ashmore. Ist der eine Charakter jetzt tot oder was? Moment mal, Sean Ashmore, aber das eben habe ich gelesen, da stand Aaron Ashmore. Ja. Mann, ist tot. Das war nur die Vergangenheit, das ist egal. Jetzt wird's wichtig, denn wenn wir da auf dem Schiff sind und so. Okay. Und bei sowas wie das hier und Cutscenes müssen wir die Klappe halten. Hey, kommt ja noch ein bisschen Intro. Aber eigentlich voll geil. Er denkt auch, er wäre der Geilste, oder? Das kann sich noch um Stunden handeln. Nee, das geht jetzt vielleicht hier eine halbe Minute und dann ist das wahrscheinlich schon weg. Weil jetzt guckt er bestimmt gleich auf das Bild wie in dem Trailer. Dann sag ich echt Aaron Ashmore, dabei ist es Sean Ashmore. Mann, Mann, Mann. So. Ende. Das wäre dann. Spiel ist vorbei. Jetzt geht es richtig los hier, oder was? Ja. Und willkommen. Hat das überhaupt eine Auswirkung jetzt, die Vergangenheit, was wir gerade gespielt haben? Vielleicht. Psst. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder?
Manchmal werden sie die Geschichte gemeinsam erkunden, manchmal jeder für sich. Was einer tut, mag dem anderen sinnlos erscheinen, denn wir haben alle andere Perspektiven. Aber wie im Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Okay. Merkt ihr, wir müssen Bilder finden, um die Zukunft vorhersagen zu können. Verstehe ich nicht. Ja, hast du nicht zugehört, Mann? Mann, das ist ein Spaß, Alter. Seit wann verstehst du meine Späße nicht? Weil es gerade um wichtige Sachen geht. Okay, tut mir leid. Das ist unser Boot. Geh mal wieder Bier holen. Geh mal lieber Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. Brad. Du bist Brad und ich bin Alex. Bin ich der Schwarze? Bernd. Bin ich der Schwarze? Weiß ich nicht. Bernd. Warum Brad. Bin ich der Schwarze? Alex. Brads Bruder, Julias Freund, unsicher und motiviert. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Oh, du bist es. Mann. Aber sicher. Ja? Ich bin der Tauchmeister, Mann. Aber gleich vorweg. Ich bin streng. Keine Extrawurst. Du machst ganz genau, was ich sage. Mal sehen, was ich dir sage. Cool. Echt. Cool, danke, Mann. Ist doch klar. Du bist mein Bro. Du hast sagen können, dass ich keinen Bock hab, dir das beizubringen. Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also, alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Hä? Mitnehmen? Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eingeladen. Wie nur sehr, wie du Brad, die ganze Zeit da so... Du bist nicht hier, weil du mein Bruder bist. Ich meine, du bist mein Bruder. Aber ich meine, so wie Kumpels, weißt du? Ja, schon. Wir sind einfach hier zum Abhängen und chillen. Was zum Teufel laberst du da? Lass uns legendär chillen, Mann. Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Ist ja schon 2 Wochen her. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Hey, ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Hör auf deinen Bauch. Er sagt's dir schon.
Julia, begeistert. Conrads Schwester, Alex, Freundin, unvorsichtig. Conrad, tollkühn, Julias Bruder und entspannt. Sieht schon chillig aus, der Typ. Ist übrigens dieser Ashmore. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen. Hey, Lust auf ein Bierchen? Und du triffst also gerade eine Entscheidung, ja? Ich treffe jetzt auch eine Entscheidung. Klar, cool. Super. Ich liebe Bier. Guter Mann, Bradical. Mords Mast hast du da. Mast tief. Ruinierst nicht. Irgendwie habe ich Brad den ersten Tauch. Bist du schon mal getaucht? Eigentlich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Bruder, mit dir tauchen. Du triffst also gerade eine Entscheidung, ja? Ich treffe jetzt auch eine Entscheidung. Ganz schön dick aufgetragen. Mit dem Pilz aufgetan, vielleicht viel cooler. Also, erster Tauchgang, wir beide. Falls du jetzt mithältst. Ist Julia. Ich wollte doch. Was? Irgendwie habe ich Brad den ersten Tauchgang. Im Ernst? Alex, du hast mir versprochen, dass... Egal. Bruder, mit dir tauche ich zuerst. Tauch ich zuerst. Ich glaube, ich muss es nacheinander zeigen, sonst kriegen die Leute das Gespräch gar nicht mit. Wisst ihr? Ja. Hast du mitbekommen mit dem Gespräch? Mit dem Tauchgang? Naja, ich hab mit Conrad geredet und du mit Julia, also nein. Ach so, pass auf. Nee, nee. Sie hat mich gefragt, ob ich mit ihr zusammen. Oh. So, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Okay, was wollte sie? Ich habe gefragt, ob ich mit ihr...